Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute sprechen wir über Scar und ein zukünftiges Projekt zu ihm. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Starten wir auch gleich los mit dem Thema. Und zwar werden wir neuen Content zu Scar bekommen. Der Schriftsteller Chuck Brown und der Künstler Trevor Fraley arbeiten an Comics zu Scar. Diese sollen seine Geschichte noch näher beleuchten. Diese Comics werden in der Zeitline während des ersten Teils spielen. Es handelt sich hier um Geschichten, die zwischen den Szenen des Films spielen. Und sie sollen uns auch zeigen, was in Scars Kopf vorging und warum er die Entscheidungen traf, die er im Film getroffen hat. Und scheinbar soll es im Buch dann auch eine Konfrontation mit Rafiki geben. Man versucht sich hier auch voll und ganz an den Film zu halten. Und die Geschichten, die hinzugefügt werden, sollen nahtlos in die Geschichten des Films übergehen. Auch was den Zeichenstil betrifft, möchte sich der Künstler voll und ganz an dem Film orientieren. Allerdings konnte ich noch nicht herausfinden, ob das Ganze dann im Kanon, also in der offiziellen Geschichte stattfindet, oder ob es sich hier dann um Legends handelt, also Geschichten, die nicht offiziell im Universum von König der Löwen spielen. Ich persönlich bin aber schon mega gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird und mit welchen Geschichten sie das König der Löwen-Universum bereichern. Das erste Buch wird am 5. April 2023 erscheinen. Aber was glaubt ihr? Worum könnte es in den Geschichten gehen und freut ihr euch auch so sehr drauf wie ich? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sobald es neue Infos gibt, werde ich dazu ein Video machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.